Dobrý den, Dimitri Lazarev, Ocean Priyata. Guten Tag, Dimitri Lazarev. Ich bin froh, Sie zu sehen und zu hören. Wo befinden Sie sich jetzt? Guten Tag, Ulrich. Ich befinde mich jetzt auf meiner Datscha. Sie liegt im Süden des Odessa-Gebietes. Hier gibt es eine schöne, wunderbare Natur und frische Luft. Mir gefällt es hier sehr. Dieser Ort befindet sich etwa 70 Kilometer nördlich von Odessa. Dimitri Lazarev, Sie haben am 1. Mai auf Ihrer Datscha im Dorf Bizilovo eine rote Fahne mit Hamon-Sichel gehisst. Warum haben Sie das gemacht? Was war die Reaktion? Die Flagge hisste ich aus dem Anlass des 1. Mai, dem internationalen Feiertag der Arbeitenden. Der Tag wird auf der ganzen Welt gefeiert. Was kam danach? Danach kam die Polizei. In der Ukraine gibt es schon 2 oder 3 Jahre ein Gesetz, das 5 Jahre Gefängnis und die Beschlagnahmung des Eigentums von Personen vorsieht, die den 1. Mai feiern und Flaggen hissen. So eine Demokratie haben wir in der Ukraine. Ich erkenne diese Gesetze nicht an. Die Polizei hat sich sehr korrekt verhalten. Ich habe bisher keine Vorwürfe gegen die Polizisten. Sie waren höflich. Ich glaube, dass ihnen die ganze Sache keinen großen Spaß brachte. Ich bin bereit, bestraft zu werden, wenn der Staat meint, dass das nötig ist. Aber ich werde kämpfen. Ich meine, in einem zivilisierten Land darf es solche Gesetze nicht geben. In der Ukraine kann man wegen dem Mord an einem Menschen eine geringere Strafe erhalten als für das Hissen einer roten Flagge. Flattert die Flagge noch über Ihrem Dach? Eine Flagge hat man beschlagnahmt. Noch eine Flagge mit Hammer und Sichel habe ich nicht. Aber wo es schon, wie ich meine, so eine unnatürliche Reaktion gab, habe ich eine andere rote Flagge gefunden. Auf dieser Flagge ist Ernesto Che Guevara zu sehen. Ich meine, Ernesto Che Guevara ist ein noch radikalerer Genosse. Che Guevara machte mit der Macht keine großen Umstände. Anstatt den harmlosen landwirtschaftlichen Instrumenten sieht man auf der roten Flagge jetzt einen Menschen, der weiß, wie man mit denen umgehen muss, die gegen das einfache Volk sind. Der ukrainische Staat ist in diesem Fall als Antiheld aufgetreten. Er tritt als jemand auf, der offen Menschen wegen ihrer politischen Meinung verfolgt. Die Gesetze der Ukraine sehen für das Feiern des 1. Mai als internationalen Feiertag der Arbeitenden 5 Jahre Gefängnis und die Bestrafung des Vermögens vor. Wenn Sie also eine rote Flagge mit einem Stern oder mit Hammer und Sichel oder dem Symbol der DDR hissen, können Sie für 5 Jahre in einem ukrainischen Gefängnis landen. Nach den ukrainischen Gesetzen fallen sogar Souvenirs unter die Strafverfolgung. Wenn zum Beispiel auf Ihrem Handy als Klingelzeichen die Hymne der Sowjetunion oder die Hymne der DDR spielt und Sie gerade mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterwegs sind und neben Ihnen befinden sich Personen, die andere Ansichten haben, führt das auch zur strafrechtlichen Verfolgung. Die Gesellschaft reagiert auf solche Sachen mit dem gesunden Menschenverstand. Normale Leute beachten diese Symbole gar nicht. Wenn ich zum Beispiel in einem Autobus durch Europa fahre und ich habe ein Bändchen an der Kleidung, das mir deutsche Kommunisten geschenkt haben, passiert nichts. Auch in verschiedenen Gebieten der Ukraine kommen Leute nur und gucken. Es gibt keine Exzesse. Aber hier in meinem Dorf, in meiner Heimat kam jemand, der sich auf die Gesetzgebung stützte. Wir wissen, dass einige Gesetze faktisch tot sind. Sie sind veraltet oder wurden ohne Nachdenken verabschiedet. Aber in diesem Fall kam es so, dass das Gesetz angewandt wurde, dass man gegen mich ein Strafverfahren eingeleitet hat, weil ich am 1. Mai eine rote Flagge gehisst habe. Ich habe auf meinem eigenen Haus, auf meinem eigenen Grundstück eine rote Flagge hoch aufgehängt. Ich erkenne diese Gesetze nicht an. Sie sind gegen das Volk. Die Polizei kam und hat ein Strafverfahren eröffnet. Mal sehen, wie es weitergeht. Warum haben Sie die Fahne gehisst? Nun, warum feiern die Menschen das neue Jahr? Warum feiern die Menschen Weihnachten? Es werden Geburtstage und religiöse Feiertage gefeiert. Ich meine, das ist normal für jeden Menschen. Jeder hat irgendwelche Überzeugungen. Es können verschiedene Überzeugungen sein. Wir bauen doch eine Gesellschaft, in der man sich tolerant verhält. Religionskriege gibt es schon nicht mehr. Wir versuchen uns bei politischen Themen zuzuhören und uns irgendwie zu einigen und nicht zu bestrafen. Das sind die Prinzipien, die es in Europa heute gibt. Ich weiß, dass der 1. Mai in Deutschland ein Feiertag ist für Linke, aber auch für die Anhänger der rechten Ideologie. Und die einen und die anderen veranstalten Demonstrationen.
Mir gefällt der 1. Mai. Das ist der Feiertag der Menschen, die auf ehrliche Weise Geld verdienen. Wie haben Ihre Nachbarn reagiert? Die Nachbarn reagierten alle normal, gut nachbarlich. Die meisten unterstützen mich. Es gab nur einen Menschen, der am Bürgerkrieg in der Ukraine teilnimmt. Er erklärte, dass er mit der Flagge nicht einverstanden ist und es der Polizei melden müsse. Obwohl die Flagge nur bei mir zu sehen ist, weil bei uns sehr hohe Bäume wachsen. Der Mann, der mich anzeigte, hat am 1. Mai selbst die ukrainische Flagge gehisst. Ich habe ihn deswegen in Ruhe gelassen. Und ich habe nicht gesagt, wie er den 1. Mai zu feiern hat. Ich habe viele Bekannte und Freunde, dessen Ansichten sich zum Teil sehr von meinen unterscheiden. Wir bemühen uns, einander zuzuhören. Ich kann nicht sagen, dass unsere Meinungen sich im Gespräch stark annähern. Aber wir versuchen uns zu verständigen. Wir versuchen zu verstehen, was wir für Fehler machen und wie wir unser Leben besser gestalten können. Als die Polizei kam, hat keiner der Dorfbewohner sich als Zeuge zur Verfügung gestellt. In unserem Dorf leben wir wie eine große Familie. Der Großvater des Mannes, der mich angezeigt hat, arbeitete auf einer Hühnerfarm. Er hat mich als Kind in einer Schubkarre durch die Gegend gefahren. Wenn ich gegenüber dem Staatsanwalt erkläre, dass ich die Fahne eigentlich gar nicht aufhängen wollte, wird die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Aber ich werde mit dem Staatsanwalt keine Verständigung suchen. Ich habe die Fahne ganz bewusst gehisst. Ich bin der Meinung, es gibt das Gesetz des Gewissens und des gesunden Menschenverstandes. Und es gibt Gesetze, welche sich Menschen ausgedacht haben, um Menschen gegeneinander aufzubringen und der Gesellschaft zu schaden. Ich frage, warum hat man das Gesetz über das Verbot der roten Fahne nicht schon 1991 erlassen? Damals wurde die Ukraine als Staat gebildet. Ich frage, wenn der erste Präsident der Ukraine, Leonid Kravchuk, 1991 ein Gesetz gegen die rote Fahne initiiert hätte, wäre es dann überhaupt zur Bildung des ukrainischen Staates gekommen? Ja. Sie wollen sagen, dass wenn der ukrainische Präsident so ein Gesetz gegen die rote Fahne schon 1992 hätte verabschieden lassen, dann wäre es nicht zur Gründung der Ukraine gekommen? Ich meine, wenn die Menschen damals gewusst hätten, welchen Weg dieser Staat Ukraine geht, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, dass eine der größten Volkswirtschaften Europas zerstört wird, dass die Menschen gezwungen sein werden, ihre Fabriken zu verlassen und dass sie sich in Europa zu den schlechtesten Löhnen verdingen müssen, dann glaube ich, dass die Menschen so einen Staat nicht gewollt hätten. Ich bin bereit, wenn der Staat mich bestraft, wenn der Staat meint, dass das nötig ist. Aber ich werde kämpfen. Ich meine, in einem zivilisierten Land darf es solche Gesetze nicht geben. Was bedeutet die rote Fahne mit Hammer und Sichel für Sie persönlich und Ihre Freunde? Ich habe das ganz persönlich gemacht. Das war keine Aktion einer Organisation. Ich bin 52 Jahre alt. Ich lebe normal. Meine Familie lebt in Deutschland. Ich lebe in der Ukraine und in Deutschland. Im Gegensatz zur Mehrheit der Ukrainer ist bei mir alles in Ordnung. Die Kinder gehen auf gute Schulen in Deutschland. Doch wenn ich hier in der Ukraine durch meine Stadt fahre, sehe ich zerstörte Fabriken mit eingeschlagenen Fenstern. Als diese Fabriken in Betrieb waren, war ich ein junger Mann. Ich sehe Institute, die Projekte auf internationalem Niveau verwirklicht haben. Jetzt befinden sich in diesen Instituten Lager und Büros. Es ist nicht richtig, wenn ein zivilisiertes Land in diese Richtung strebt. Für mich gab es in der Sowjetunion viele Unzulänglichkeiten, die man hätte korrigieren müssen. Aber als eine technologische Zivilisation steht die Sowjetunion auf einer hohen Stufe. Die rote Flagge hat für mich keine ideologische Bedeutung. Die rote Flagge symbolisiert für mich die Erfolge der Arbeiterklasse, was die Organisiertheit und viele andere Fragen betrifft. Deutschland ist ein sozial sehr entwickeltes Land mit starken sozialen Programmen. Die Beziehungen zwischen den Arbeitenden und den Arbeitgebern sind in Deutschland schon sehr ähnlich, wie sie in der Sowjetunion waren. Das Dorf, in dem ich mich jetzt befinde, wurde vor 300 Jahren von meinen Vorfahren gegründet. In dem Dorf habe ich meine Jugend verbracht. Hier lebten Menschen unterschiedlicher Nationalität. Aber sie haben immer eine gemeinsame Sprache gefunden. In der Nähe gab es ein deutsches Dorf. Es hieß Mühlenbach. Aber leider hat die faschistische Aggression 1941 nicht nur das Schicksal der Ukraine zerschlagen, sondern auch das Schicksal der Deutschen.
Meine Großväter kämpften in der Roten Armee. Und der Großvater meiner Frau kämpfte in einem Ausbildungsbataillon der Wehrmacht, aber nur kurze Zeit. Wir versuchen, aus den Fehlern der Geschichte zu lernen und unsere Zukunft zu bauen und unsere heutige Situation richtig zu verstehen. Was haben Sie für einen Beruf? Ich habe viele Berufe. Ich bin ein sehr wissensbegieriger Mensch. Ich habe immer versucht, etwas zu lernen. Jetzt habe ich ein kleines Geschäft mit Motorrädern. Ich mag Motorrad fahren und fahre schon 20 Jahre. Ich fuhr durch ganz Europa und zu Freunden in den Kaukasus. Mein Beruf, Experte für Automation, erlernte ich noch während der Sowjetunion. Ich arbeitete in einem Institut zur Erforschung medizinischer und biologischer Probleme in Moskau. Das ist keine Geheiminformation. Als junger Mann montierte ich zusammen mit älteren Kollegen Anlagen zur Simulierung des Klimas auf dem Mars. Leider ist dieser Staat zusammengebrochen und es gab niemanden, der sich um die Erforschung des Weltraums weiter kümmerte. Geld ist für mich Müll, auch teure Klamotten oder Telefone. Danach soll der Mensch nicht streben. Der Mensch soll sich selbst und seine Umgebung kennenlernen. Der Mensch sollte sich für alles interessieren und sich selbst realisieren. Aber in der heutigen Gesellschaft geht es vor allem um den Konsum. In der Sowjetunion gab es noch Aufstiegsmöglichkeiten. Ein einfacher Mensch brauchte kein Geld. Er brauchte nur einen hellen Kopf. Und wenn er wollte, konnte er vom einfachen Arbeiter zum Fabrikdirektor oder Minister aufsteigen. Heute ist sowas nicht möglich. Heute gibt es in der Ukraine keine Fabriken. Erwarten Sie Solidarität von Ihren Dorfnachbarn, von Menschen in Odessa? Haben die ukrainischen Medien über Ihren Fall berichtet? Verschiedene ukrainische Medien haben über meinen Fall berichtet, aber die Berichte waren sehr dünn. Es wurde nur berichtet, dass ein Bürger das Gesetz verletzt hat und dass ihm eine Gefängnisstrafe droht. Ja, verschiedene Leute rufen mich an und bieten mir Hilfe an. Menschenrechtler haben über meinen Fall berichtet. Wir warten jetzt auf eine Reaktion der Macht. Weiter werden wir im gesetzlichen Rahmen handeln.